Reportage für den Galopper Rambourg entschieden und entsprechend wollen wir Ihnen das Super Ross jetzt eben vorstellen. Der Michael Stäubli hat es zusammen mit einem Kamerateam gesucht. Rambourg, 11-jährig, geboren in Frankreich. Der Stolz seines Besitzers. Der Rambo hat ein enormes Kämpferherz, er ist sprunggewaltig, er ist muskulös und er hat vor allem gerne schwere Sprünge, gerne gute Trainer und gut Lotter. Größter Triumph, der große Preis der Schweiz 1992 in Aarau. In 5 Jahren hat er 14 Rennen gewonnen und eine 4 Million Franken Preisgeld. Eine gemütliche Zwischenverpflegung mag der Wallach immer gern, doch dann ist aus mit der Ruhe. Alex kommt in den Stall. Er ist vor allem Trainingsjockey, aber auch Pfleger. Ja, Alex ist ein sehr guter Berufsmann. Und für mich ist es immer eine Freude, wenn ich im Stall bin und sehe, wie die Rosse zutraulich sind. Alles muss perfekt sein, auch wenn es nur um eine Stunde Training geht. Rambourg trainiert nicht alleine, sondern zusammen mit anderen Pferden aus dem Trainingszentrum von Kurt Schafflützl. Zuerst im leichten Galopp über die Sandbahn und dann über die Hindernisse. Noch für eine halbe Stunde spazieren. Von schweren Verletzungen blieb der 11-Jährige bisher verschont. Man muss einfach sagen, dass der Frost jetzt die 5. Saison auf der Rennbahn ist, über Jagdbahn, das ist eigentlich eine große Ausnahme. Rambourgs Appetit ist nicht zu bremsen, aber jetzt ein besonderes Vergnügen. Sie haben vorher einen Schritt und dann kalte Wasser. Das ist natürlich etwas Wunderschönes, das Gleiche, wie wir nach dem Joggen eine kalte Dusche nehmen. Hat auch trotzdem. Die beste Freundin Rambourgs ist Sarah Schafflützl, die Tochter des Trainers. Sie wird sicher das Wort mitreden über die Zukunft von Rambourg. Und ich habe sogar gesagt, dass sie eigentlich können wünschen, was mit dem Gehirn ist, wenn er einmal nicht auf der Rennbahn ist. Der Ruhestand ist also gesichert. Doch vorerst macht Rambourg noch 1-2 Jahre weiter. So lange, wie er noch an der Spitze mitreiten kann.